Also ich bin gerade gefragt worden, was ich persönlich an der Nurse verändern würde. Und da sind ein paar Sachen, die ich verändern würde. Sie haben die Nurse letztes Jahr im November, glaube ich, so verändert, dass sie eine Recharge-Mechanik bekommen hat. Das haben sie damit begründet, dass man eben nicht sofort wieder teleportieren können soll. Die Mechanik an und für sich finde ich schon total bescheuert. Die Nurse hat einen Fatigue-Modus, damit du eben nicht sofort wieder blinken kannst, damit du eben kurz erschöpft bist, nachdem du aus einem Teleport rauskommst. Wenn du schlägst oder wenn du nicht schlägst, ist halt relativ egal. Du kriegst immer den Fatigue-Modus. Ich persönlich finde, dass der Fatigue-Modus reicht. Diese zusätzliche Mechanik finde ich total blöd. Und wenn es wirklich nach mir gehen würde, würde ich diese Mechanik komplett rausschmeißen. Das ist aber unrealistisch. Das wird sowieso nicht passieren. Was realistischer wäre, was aber auch nicht passieren wird, ist, dass die Mechanik überarbeitet werden könnte oder würde. Reden wir mal davon, dass das Realistischere, was aber auch nicht passieren wird, dass das eintritt. An der Stelle würde ich persönlich zwei Änderungen bevorzugen. Änderung 1. Wenn ich einen Blink auflade, stoppt das Wiederaufladen vom Blink nicht. Ja, das würde ich auf jeden Fall einbauen. Aktuell ist es so, wenn du einen Blink auflädst, dann wird die Recharge-Mechanik angehalten. Dein Blink lädt nicht weiter auf. Das heißt, wenn du jetzt einen Blink aufgeladen hast und der zweite Blink noch am Aufladen ist, also noch nicht voll ist, du dein Token noch nicht wieder hast und du fängst an, den Blink zu chargen, dann stoppt das Ganze. Und das würde ich verändern. Ich würde so machen, dass der Blink dann trotzdem weiter auflädt, während du den ersten Blink schon chargst. Das würde das Gameplay wieder sehr dynamisch machen und du müsstest aber trotzdem warten. Ansonsten würde ich auch noch ein bisschen was verändern, und zwar würde ich das Default-Rechargen von der Mechanik schneller machen. Es ist zu langsam. Ohne Add-ons zu spielen, ohne Recharge-Add-ons zu spielen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich würde es so machen, dass das Standard-Rechargen so ist, als wenn du den Dark Signature mit hättest und dann die beiden Add-ons ein bisschen abschwächen. Ja? Dass man, keine Ahnung, wenn man jetzt den Dark Signature noch dann dazu mitnimmt, ungefähr dahin kommt, wo man jetzt ist, wenn man Fragile Wheeze hat. Und wenn man dann noch Fragile Wheeze mitnimmt oder wenn man Fragile Wheeze mitnimmt, dass es noch einen kleinen Tacken schneller ist als jetzt. Und dann mache es so, dass die Addons nicht mehr stacken. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und ansonsten würde ich auch noch die ganzen anderen Addons überarbeiten. Die sind nämlich alle scheiße. Matchbox, was macht es? Nimmt der einen Blink weg. Aber dafür bekommst du 4,2 Meter pro Sekunde Movement Speed. Das ist so schnell wie Basic Myers. Das heißt, du hast nur noch einen Blink, aber du kannst halt so schnell laufen zu Fuß wie Myers, wenn er auf Stufe 1 Diabolik ist. Totaler Bullshit. Dieses Add-on braucht einen kompletten Rework. Es ist ein ultra-rares Add-on und ein ultra-rares Add-on sollte dir auch einen guten positiven Effekt geben. Jetzt frage mich nicht, welchen Effekt ich der Nurse an der Stelle geben würde. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müsste ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Aber ich würde dieses Add-on komplett scrappen und was anderes draus machen. Und dann haben wir nochmal das Torn Bookmark. Das gibt dir einen Blink mit dazu, aber du kannst nicht mehr durch Wände durchporten. Finde ich auch total bescheuert. Diese negative Sache, dass du nicht mehr durch Wände durchporten kannst, nur noch auf Sichtlinie porten kannst, sollte rausfliegen. Du solltest ein Add-on auf der Nurse haben, mit dem du drei Blinks haben kannst. Ist ultra stark, stimmt, ja, gebe ich dir recht. Aber ich finde, dass auch die Nurse ein ultra starkes Add-on verdient hat. Und natürlich war das Torn Bookmark vorher ein braunes Add-on und ist zu einem Purple Add-on gemacht worden. Ist natürlich, nee, zu einem ultra-raren Add-on, zu einem pinken Add-on gemacht worden. Ist eine dumme Idee gewesen. Natürlich haben die Leute, die Nurse Main sind, dann exorbitant viel davon. Ich habe 520 davon. Warum? Weil es vorher ein braunes Addon war, was ich so nicht oft benutzt habe. Ist eine dumme Entscheidung gewesen. Warum habt ihr nicht irgendwas anderes genommen? Hm? Natürlich haben die Leute, die sowieso Main irgendwas spielen, dann am Ende des Tages ultra viel von den ganzen Klamotten, dem ganzen Kram. Die anderen Addons würde ich auch nochmal alle überarbeiten. Zum Beispiel hier dieses hier. After reappearing from a fully charged blink, the nurse immediately blinks at half charge in the direction she's currently facing. Also, wenn du einen Blink, den ersten, voll auflädst und dann teleportierst, wirst du mit dem zweiten Blink automatisch mit halber Reichweite in die Richtung teleportiert, wo du hinguckst. Bullshit, braucht kein Mensch. Oder hier dieses hier. After blinking, allows the nurse to immediately blink back to her original position by pressing the active ability button. Must be triggered before the nurse succumbs to fatigue. Also, wenn du jetzt hier einen Blink irgendwo in eine Richtung setzt und dann den active ability button drückst, das müsste normalerweise Steuerung sein, dann kommst du genau wieder dahin zurück, wo du den ersten Blink gestartet hast. Kompletter Bullshit. Brauchst du nicht als Nurse-Spieler, der wirklich in der Lage ist, die Nurse vernünftig zu spielen. Du siehst einfach, denen ist nichts Gutes eingefallen.
Denen ist überhaupt nichts Gutes eingefallen. Ich würde der Nurse vielleicht irgendwie Add-ons geben, dass sie irgendwie Blindness von mir ist oder, keine Ahnung, Broken-Status-Effekt oder, das sind auch nicht die besten Sachen, oder vielleicht Hindered oder vielleicht, wie heißt das andere hier? Exhaustion. Das wären Add-ons, die gut wären. Ein Exhaustion-Add-on für den Nurse. Du nimmst es mit, wenn du jemanden mit einem Blink schlägst, mit einem erfolgreichen Blink schlägst, ist der erschöpft für ein paar Sekunden. Dass er nicht Dead hat oder was einsetzen kann. Sowas wäre stark. Warum hat man dir sowas nicht gegeben? Verstehe ich nicht. Das wäre aber das, was ich machen würde. Das sind die Sachen, die ich ändern würde. Können wir auch mal einen Highlight draus machen. Grüß dich, Bindi. Grüß dich, Platin-Sheep. Also nur positive Änderungen für die Nurse. Ja, natürlich. Finde die Nurse eigentlich ganz gut balanced, wie sie jetzt ist. Dann spielst du sie nicht. Ist ja nicht umsonst einer der Top-Killer, wenn man sie beherrscht. Ja, aber ich bin jemand, der die Nurse beherrscht und ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Addons Trash sind. Wo ist denn bitteschön dieses Addon nicht Trash, Paradox? Wo ist das nicht Trash? Du kannst nur noch einmal blinken, hast aber dafür dann Meyers Tier 1 Geschwindigkeit. Was soll ich mit dem Addon? Jetzt erklär mir doch mal, warum heißt das ein rotes Addon? Zu Fuß mit Meyers Tier 1 durch die Gegend gondeln. Hey, ich muss sowieso porten mit der Nurse. Was für einen Sinn, was für eine Daseinsberechtigung hat dieses Addon? Es ist Trash. Es ist Trash. Und warum habe ich mit meinem Killer, den ich Mensch spiele, nicht auch irgendwie die Berechtigung, ein gutes, ultra-rares Addon zu haben? Natürlich muss da was, meiner Meinung nach, was verändert werden. Und ich bin nach meiner Meinung gefragt worden. Und ich kann es auch begründen. Dieses Addon ist Trash, das spielt kein Mensch. Und dieses Addon ist auch Trash, das spielt auch kein Mensch. So. Und ich denke schon, dass du jemanden fragen musst, der auch Erfahrung mit der Nurse hat und der sich auch spielen kann und der sich auch auf verschiedensten Maps schon gespielt hat. Und jemanden zu fragen, der keine Ahnung von der Mechanik hat und der nicht wirklich auf dem Top-Level spielt, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Finde ich. Grüß dich, Fusche. Also hat die Nurse jetzt zweimal Erschöpfung. Einmal vom Blink und einmal vom Schlagen. Nee, sie hat den Fatigue-Modus, aber sie hat zusätzlich auch noch das Wiederaufladen der Blinks. Das heißt, du kannst die Blinks nicht sofort wieder einsetzen. Und das ist kompletter BS-Bullshit. Die Nurse hat vorher schon nicht overperformed. Das Problem, was die Nurse hatte, waren die Add-ons, nichts anderes. Dass man 5 Blinks und seine Geschichten mitnehmen konnte, das war einfach Overkill und too much, das sehe ich auch ein. Dass man mit diesen Reichweite-Add-ons zu viel machen konnte, das sehe ich halt auch ein. Aber aktuell ist die Nurse ein Killer, den du ohne Add-ons nicht mehr spielen brauchst. Wenn du gute Leute bekommst, dann ist die Reichweite zu kurz und das Rechargen dauert zu lange. Ohne Addons brauchst du die Nurse nicht mehr spielen, wenn du gegen einigermaßen gute Leute spielst. Wenn du eine große Map bekommst, wo du Map-Pressure aufbauen willst, brauchst du Reichweite-Addons. Ganz einfache Kiste. Wenn du die nicht hast, verlierst du. Ist so. Die Nurse ist jetzt in gewissen Situationen Addon-abhängig. Hast du die Addons nicht mit, kannst du wirklich fast schon einpacken. Auch wenn du gut bist mit ihr. Weil die Mechaniken und die, Funktionsweisen der Nurse in sich zu limitiert sind. Die haben die Nurse extrem kastriert. Und wenn ich dann schon wieder Leute höre, ja, wenn man die Nurse beherrscht. Ja, wer beherrscht die Nurse schon? Ja? Zeig mir mal ein paar Leute. Es gibt noch ein paar, aber so viele gibt es auch nicht mehr. Und viele haben auch aufgehört, weil sie sagen, es ist einfach nur nervig. Die Dynamik der Nurse ist mit der Recharge-Mechanik einfach gekillt worden. Die Dynamik ist weg. Bis zu einem gewissen Grad. Grüß dich, Tiger. Und das nächste, was ich auch noch ändern würde an der Nurse, sind die Bugs. Es gibt den Double-Stun-Bug. Ja, wenn du in eine Palette reinblinkst und du wirst gestunt, kriegst du nicht nur den Palettenstun, sondern nachher auch noch Fatigue. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, das soll so. Nein, soll es nicht. Es ist ein Bug. Es ist ein Bug. Und jeder, der behauptet, es ist kein Bug, hat 0,0 keine Ahnung. Und wenn die Entwickler jetzt hingehen und sagen würden, was sie nicht getan haben, aber wenn sie es machen würden und sagen würden, ja, es ist okay, das soll so sein, dann haben sie es aber im Nachhinein so gesagt. Es war nie geplant, da kannst du fest von ausgehen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass das nie geplant war. Es ist ein Bug, den hatten wir nämlich schon mal und der wurde nämlich schon mal gefixt. Und dann gibt es zwischendurch immer nochmal das Problem, dass du nur nochmal einmal blinken kannst und danach kriegst du den zweiten Blink nicht mehr aufgeladen. Da kriegst du so ein komisches Ruckeln und Zuckeln. Das passiert auch zwischendurch immer nochmal wieder. Und dann gibt es auch noch einige Maps, wie zum Beispiel Midwich, hat man gerade gesehen, wo die Nurse halt durch gewisse Sachen nicht durchteleportieren kann. Die Maps müssen besser getestet werden. Warum nehmt ihr euch nicht ein paar Nurse-Spieler und testet die neuen Maps, bevor ihr sie released mit den Nurse-Spielern? Das müsste man eigentlich auch machen, damit man solche Sachen gar nicht ins Spiel reinbringt. Die neuen Maps werden mit der Nurse generell nie gut genug getestet. Das sieht man. Guck mal, jetzt haben wir schon fast den nächsten Killer. Das bedeutet, diese Map ist schon 3 Monate drin und wir haben diesen Bug immer noch. An der Stelle kannst du nicht teleportieren. Survivor, der das weiß, kann einfach nur dahin laufen und du kriegst den nicht. Du bist gekniffen. Warum kann sowas... Das ist Game-Breaking. Es ist Game-Breaking. Du hast eine Stelle auf einer Map, wo du gegen die Nurse unverwundbar bist. Da kannst du nichts machen. Hinterherlaufen bist du zu langsam und blinken kannst du nicht. Und sowas sollte einfach nicht drin sein. Sollte nicht.
Die Addons sind leider bei vielen Schrott. Und die Seltenheit hat auch keinen Sinn irgendwie. Ja, natürlich. Aber wir sprechen jetzt über den speziellen Fall. Wir sprechen jetzt hier über die Nurse. Und hier geht es darum, was würde ich an der Nurse verändern? Das war die Frage und darauf bin ich eingegangen. Und was ich ändern würde und warum ich ändern würde, habe ich jetzt ganz klar dargelegt. Es gibt auch noch ein paar andere Addons, die komplett sinnbefreit sind. Aber da will ich jetzt gar nicht mehr unbedingt so tief ins Detail gehen. Die Addons sind wirklich komplett dumm. Leider. Und da müsste man was tun.